Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alley Dawn. Wir haben ja bei den letzten zwei Folgen haben wir mal wieder den normalen Modus reingehabt und hab jetzt ja wieder auf den Speedy umgestellt. Ich weiß nicht, irgendwie ist das für mich zu langsam. Also für ein Let's Play auf jeden Fall, finde ich. Weil jetzt gehen die irgendwie so wie die Leute in Rimworld in normaler Geschwindigkeit, habe ich das Gefühl. Ja, das ist... Ich weiß nicht... Ne, für manche Leute, also ist das wahrscheinlich zu hektisch, ne? Und die machen das dann, wollen das dann lieber eher langsam, damit das entspannt ist. Aber für mich ist genau das andersrum. Wenn die so langsam gehen, dann entspannt mich das überhaupt nicht. Dann macht mich das unruhig und das triggert mich schon, ne? Wenn die sich schnell und sind, ne, dann beruhigt mich das. Weiß auch nicht. Ja, aber mich würde da mal eure Meinung interessieren, ne? Weil wenn ihr alle sagt, hey, lieber hier den normalen Modus, ne, dann machen wir das. Ne, das liegt jetzt nicht an mir. Ne, da will ich gern eure Meinung wissen, ne? Wenn ihr alle sagt, nee, der Speedy ist irgendwie nicht so geil. Dann nehme ich den raus. Oder ich versuche weniger mit dem Speedy zu arbeiten. Wieso baut denn keiner hier diese Dinger? Weil hier noch kein Dach ist wahrscheinlich. Ist das der Grund? Dass wir auch überhaupt kein Holz haben, ne? Kann es sein, dass der Wald sich ausbreitet? Weil wir haben wieder Bäume in unserer Nähe. Das wäre auf jeden Fall cool. Warum bist du zusammengebrochen? Burnout. Bärenstarker Hunger. Ja, dann ess doch was. Haben wir auf jeden Fall wieder Holz. Aber wir brauchen mehr Stöcke. Ich weiß gar nicht, ob wir den hier überhaupt noch brauchen. Ich reiße ihn mal weg. Kann ich ja sonst immer wieder neu bauen. Haben wir eigentlich wieder genug für eine Expedition? Ja! Wir machen Trümmer eines Kreuzfahrtschiffs. Richtig, Vincent? Thank you.
Das verrottet doch. Tatsache. Unter Dach. Ha. Habe ich zufällig noch einen? Hahn? Wir müssen das unter ein Dach kriegen. So wie es aussieht. Ein Kolonieschiff. Sieh mal an. Oh, ich kann Stoff verkaufen. Wir behalten 100 Stoff. Ja, machen wir ein bisschen Kohle mit. Oh, über 50 lohnt sich. Da handeln wir. Ich glaube auch, dass das am Winter lag mit den Frames. Ein interessanter Fund. Ich bin auf ein paar geöffnete Behälter mit Kratzern und Zahnabdrücken gestoßen. Ich vermute, dass sie vor kurzem von neugierigen Tieren geöffnet wurden, die anscheinend alles gefressen haben, was sie finden konnten. Und die nutzlosen Dinge, wie Erste-Hilfe-Kästen, Kanister mit Gemüsesuppe und Getreide zurückließen. Es ist eine Menge, was man auf einer Reise mitnehmen kann, aber ich befürchte, dass alles, was zurückbleibt, später nicht mehr zu retten ist. Dann rette das Getreide. Fuck, war ein Fehler. Wir hatten nur 13 Getreide auf einmal mit 1600 Getreide. Wird hier auch Getreide gelagert oder was? So, hier sollte man auf jeden Fall nicht mehr durchkommen. Den kann man noch abreißen. Gucken wir mal, wie der danach aussieht. Kann sein, dass wir den wieder verbinden müssen. Nee, müssen wir gar nicht. Der gesamte Bereich ist mit Gegenständen aus dem Ladedeck deines Schiffes übersät. Der Ort ist scheinbar ruhig und wird von einem einzigen Geräusch beherrscht, der automatischen Stimme einer Selbstzerstörungssystem, das gegen Null zählt. Ich habe Zeit, einen einzigen Gegenstand zu holen. Was soll es sein? Ein tragbares Energie... Batterie schaltet in Batterieoptimierung für Forschung frei. Ein Gefäß mit Biohazard schaltet Brennstoffgärung für die Forschung frei.
Das wäre natürlich praktisch, aber wir können das auch anders herstellen. Aber Batterieoptimierung klingt auf jeden Fall interessant. Ein neues Gericht. Neue Tierarten bedeuten neue Rezepte. Das ist so aufregend. Also hör gut zu. Ich habe mir ein tolles neues Gericht ausgedacht, mit Insektenfleisch verarbeitet wird. Mach Spaghetti aus Vollkorn, koche sie halbgar und gib dann das Fleisch und einige der heimischen Wurzelgemüsen dazu. Sie sind normalerweise schwer zu kauen, also schneide sie gut durch. Koche weiter, bis das Fleisch seine grüne Färbung verliert. Ich garantiere dir, dass du so etwas noch nie gegessen hast. Sicher hat das niemand. Okay, ist das der gespiegelte? Nee, der ist das. Also erstmal, wir haben hier Tee. Habe ich Kaffee? Nee, Kaffee habe ich nicht. Dann holen wir jetzt mal einen Kaffee rein. So. Dann haben wir hier Fleischsuppe, Gemüsesuppe. Das sind die einfachen Rezepte. Dann haben wir Fleischpastete. Für leckere. Dann machen wir jetzt noch Brot. Buttermelonenkuchen. Weißt du was? Ich lösche einfach alles. Alles wird jetzt gelöscht. So. Jetzt Rezepte eines Chefkochs. Obstkuchen. Zack, steht jetzt ganz oben, ne? So, Steak des Kochs. Jetzt ganz oben, ne? Also, nee. Aber ja, da muss ich die gleich nicht hoch und runter ziehen. Weil ich glaube, ich habe jetzt ja alle Rezepte. Gut. Meteoritenregen, nicht sehr geil. Batterien sind alle voll, werden jetzt gerade entladen. Dass das hier immer noch nicht durch ist. Die müssten ja eigentlich permanent produzieren. Außer die werden nicht beliefert. Aus irgendeinem Grund.
liegt hier natürlich das Getreide. Oh, den können wir gar nicht bewegen. Ja gut, wenn wir genug haben für ein großes Getreidesilo. Dann würde ich tatsächlich hier noch eins hinstellen. Und dann das kleine abreißen. Aber wir haben noch keinen, der es kann. Also der die Fähigkeit hat, es zu bauen. Warum ist Vincent blockiert? Ich weiß halt nicht, wo er hin will, ne? Zieh mal bitte ein neues, robustes Hemd an. Und nimm dir mal bitte eine Armbrust. So, zerlegen, 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 zerlegen. Zerlegen, 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 zerlegen. Ein Hütergewehr. Wieso sind denn die Energiezellen hier nicht mit drin? Vor allem, dass die Energiezellen jetzt die Energiekristalle brauchen, ne? Das war vorher auch nicht so, oder? Wurde eigentlich mittlerweile die Wand gemacht? Ja, sehr gut. Guck mal, wie lange das in der normalen Geschwindigkeit gedauert hätte. Krass. Wieso verhungerst du? Haben wir nichts mehr zu essen oder was? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Haben wir nichts mehr zu essen oder was? Ein neuer Fremder, der letzte. Und es ist Lara, willkommen. Den letzten, die wir reinballern könnten. Ein bekanntes Gesicht.
Ich habe tatsächlich gar nicht bei allen das hier ausgemacht. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Köche. Essen haben wir genug. Wobei 2 ist hier 1 bei dem. Interessant. So, die, die in der Nähe der Basis sind, also hier, die nehmen wir alle. Die anderen lassen wir. Ach, guck mal, die sind hier fast alle am Ballern. So muss das doch sein, genau. Wir brauchen viel mehr Ziegel, damit die anderen endlich ihre Häuser bekommen. So, die nächste Priorität ist, dass erstmal die 6 Leute kriegen jetzt noch ihr Haus. Wobei, eigentlich doofe Idee. Vielleicht sollte ich erstmal den Aufenthaltsraum und Essraum, also Esszimmer, Aufenthaltsraum und so bauen. Der kommt ja dann hier so hin. Und da drüber kommen dann wieder die Häuser hin. Yay, yeah, eine Sternschnuppe. Also wir können ja mit dem Zement schon mal die Bodenplatte bauen. Dann bewegen wir mal den ganzen Kram mal hier so ein bisschen rüber. Da
Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Schöne Betonplatte. So. Wie breit ist hier der Weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sagen, das reicht erstmal so. Shit. Verdammt. Schnell bauen, bevor hier wieder was dazwischen kommt, so wie er hier. Wir werden hier zwei Eingänge machen. Und zwar einmal auf die Seite. Und auf der anderen Seite auch. Wir hätten das natürlich auch mittig bauen können, ne? Aber das habe ich ja extra eigentlich nicht mittig gebaut. Aber wir hätten es mittig machen können. Verdammt. Der Raum ist immer noch nicht fertig.
Anakin, können wir jetzt wieder den Zement nach oben schieben? Ach scheiße, nee, ist noch gar nicht... Ist noch gar nicht durch. Ist noch nicht durch hier. Ja, zu früh. Da kommen noch mehrere Tische hin und mindestens ein Gefrierschrank. Ich weiß nicht, ob ich den schon bauen kann. Sollte ich. Aber was machen wir sonst in der nächsten Folge? Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.